Ein herzliches Willkommen zur Cannstatt Study Hour. Wir sind im vierten Quartal 2020 und mittlerweile in unserer 10. Lektion. Es geht um Erziehung in Kunst und Wissenschaft. Nun, unseren Merkvers, den finden wir in Psalm 19, Vers 2 und der heißt: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkünden seine Hände Werk. Und darum soll es auch heute gehen. Also wir schauen uns sozusagen Gott als Künstler an, in dem, was er geschaffen hat. Nun, wir gehen gleich so die Tage durch, die wir gemeinsam studiert haben in der Woche, wollen aber mit einem Gebet starten und den Herrn bitten, dass er uns hilft, dass wir die Dinge in rechter Weise verstehen und dass er uns seine Worte ins Herz hineinschreibt. Lasst uns beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir möchten dich bitten, dass du uns jetzt hilfst durch deinen Heiligen Geist, dass wir die Dinge verstehen, die wir lesen. Wir möchten dich bitten, sei du unser Lehrer und schreib uns die wichtigen Dinge für diese Zeit, die wir so dringend brauchen, in unser Herz hinein. Bitte verändere uns in dein Ebenbild. Und dafür danken wir dir. Amen. Nun, unser Sonntagsthema hieß Der Herr allein. Und wir wollen mal gemeinsam mit einem Bibeltext beginnen in Römer 1. Der war auch angegeben in unserer Lektion, Römer 1. Und hier Verse 18 bis 21. Römer 1, 18 bis 21. Paulus sagt: Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Und was Paulus hier sagt, ist, dass die Schöpfung Gottes Rückschlüsse gibt auf den Schöpfer selbst. Also Gott ist erkennbar in dem, was er geschaffen hat. Wenn man also durch Nachdenken die Schöpfung betrachtet, die Natur, die Bäume, die Tiere, die Gesteine, die Gestirne, wenn man sich diese Dinge anguckt und darüber nachdenkt, dann erkennt man darin die Hand des Schöpfers. Also man sieht, wie er alles geschaffen hat. Man erkennt, dass dahinter ein großer Plan steht. Und das geht jedem, oder wie soll ich sagen, jedem, der sich wirklich damit beschäftigt, so, dass er irgendwann auf Dinge stößt, die doch sehr organisiert sind, die sehr strukturiert sind, die erdacht aussehen. Designed, würde man heute sagen. Und so gibt es viele Naturwissenschaftler und sehr große Naturwissenschaftler, die davon schon gesprochen haben. Ich möchte mal beginnen, indem ich ein paar Zitate vorlese von drei großen Wissenschaftlern. Begonnen mit Nikolaus Kopernikus. Kopernikus sagt: Wer sollte nicht durch die stete Beobachtung und den sinnenden Umgang mit der von der göttlichen Weisheit geleiteten herrlichen Ordnung des Weltgebäudes zur Bewunderung des allwirkenden Baumeisters geführt werden. Wer sollte nicht, dadurch, dass er sich alles anguckt, dazu geführt werden, dass er Gott bewundert, der hier der allwirkende Baumeister genannt wird. Kopernikus sagt, Gott hat das alles geschaffen und wir bestaunen das. Kopernikus, das war ja ein Astronom und der Begründer des modernen Weltbilds, so wie wir es heute kennen. Und er hat sich die Sachen sehr genau angeguckt. Und er sagt, er staunt über den allwirkenden Baumeister. Und vielleicht ein anderer, den wir auch gut kennen, das war Max Planck, er war ja ein deutscher Physiker. Er hat damals die Quantentheorie entwickelt. Und Max Planck sagt, Gott steht für den Gläubigen am Anfang, für den Physiker am Ende allen Denkens. Der Gläubige sagt, da ist Gott und jetzt lebe ich mein Leben danach. Der Physiker, der fängt an, die Naturgesetze zu studieren und am Ende merkt er, da ist Gott. So ging es auch Max Planck und vielen anderen auch. Einer der ganz berühmten, zum Beispiel Albert Einstein, war ja genau wie Max Planck auch ein deutscher Physiker. Die lebten ja sogar zur gleichen Zeit. Der Albert Einstein hatte ja die Relativitätstheorie entwickelt. Und Einstein sagt, jedem tiefen Naturforscher muss eine Art religiösen Gefühls naheliegen, weil er sich nicht vorstellen mag, dass die ungemein feinen Zusammenhänge, die er erschaut, von ihm zum ersten Mal gedacht werden. Im unbegreiflichen Weltall
offenbart sich eine grenzenlos überlegene Vernunft. Also Albert Einstein schaut sich das Weltall an und sagt, hier gibt es eine grenzenlos überlegene Vernunft, die diese ganzen Dinge harmonisch geordnet hat. Also alle von Ihnen, von diesen drei Wissenschaftlern, die wir uns gerade angeschaut haben, sie alle ehren Gott. Sie sagen, da hat Gott was gemacht, da hat Gott gewirkt, da hat Gott was zusammengebaut und wir staunen darüber, wenn wir uns das angucken. Und so sagt auch die Bibel schon in Psalm 19, Vers 2, und wir lesen gleich von Vers 2 bis Vers 7 durch. Psalm 19, Verse 2 bis 7. Und da können wir, glaube ich, in die Meinung der Wissenschaftler, die wir gerade lasen, mit einstimmen, wenn wir auch den Psalm Davids hier lesen. Es heißt, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht. Und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft bis zum anderen Ende. Und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Also hier heißt es, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Wenn man also nur hinausguckt und sich das Geschaffene anguckt, gibt es uns einen Hinweis auf den Schöpfer, der dahinter steht. Und David schreibt hier, es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Also schaut man also ein bisschen hinein in die Wissenschaft, in dem Fall in die Naturwissenschaft, und erforscht hier die Gestirne oder die Erde, die Geologie und die Astronomie und wie sie alle heißen, die Wissenschaften, dann ist es nicht unhörbar, dass Gott darin gewirkt hat. Man erkennt es, man erkennt den Schöpfer. Ob nun jemand Astronomie studiert und sich die Weiten des Weltalls anguckt und sie bestaunt, oder ob wir wie Max Planck zum Beispiel als Quantenphysiker uns die kleinsten Teilchen angucken, uns mit den Atomen beschäftigen und die Quanten. Egal wo wir hingucken, ob ins Große oder ins Kleine, alles zeugt von der Herrlichkeit Gottes. Wir sehen, wie alles in wunderbarer Art und Weise geordnet ist, wie diese Dinge harmonisch sind. Und wir erkennen den Schöpfer in dem, der es geschaffen hat. Nun sagt die Bibel noch mehr. Nicht nur, dass Gott alles irgendwie wunderbar gemacht hat, wir wissen, er ist der Schöpfer, so wird er schon vorgestellt, im ersten Vers der Bibel, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, sondern die Bibel sagt auch so ein bisschen, wie der Charakter Gottes ist, also wie er diese Dinge geschaffen hat. Da schauen wir mal rein, was Paulus sagt. 1. Korinther 14, Vers 33. 1. Korinther 14, Vers 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Und das trifft hier sowohl in diesem Zusammenhang zu, also als es hier um die Gemeindezusammenkünfte ging und ein Heiden durcheinander war in der Gemeinde der Korinther, sondern es trifft auch zu auf die Schöpfung dieser Welt, des Universums, der kleinsten und größten Teilchen. Gott ist ein Gott der Ordnung. Alles hat er irgendwie in Ordnung und harmonisch gemacht. Und da können wir nochmal Wissenschaftler zu Wort kommen lassen. Wir hatten ja schon bereits gehört von Albert Einstein. Wenn Albert Einstein über diese Ordnung spricht, die er entdeckt hat, die ja das ganze Universum durchziehen, dann sagt er, Gott würfelt nicht. Vielmehr hat er die Welt nach einem ordentlichen Plan geschaffen, den zu finden Aufgabe der Wissenschaftler ist. Also Albert Einstein sagt, Gott hat einen ordentlichen Plan gehabt, er hat alles in Ordnung gemacht und unsere Aufgabe als Wissenschaftler ist es, das nachzuvollziehen, das zu verstehen. Da müssen wir tief studieren, um die Ordnung Gottes überall drin zu sehen. Aber wir staunen ja, die Ordnung zum Beispiel, aus denen er alle Dinge geschaffen hat. Wenn wir uns angucken, woraus so ein Körper besteht, und wir gehen sozusagen noch unter die Zellebene, bis in die Molekularebene, ja, bis auf die atomare Ebene, dann stellen wir irgendwann fest, dass da sind Protonen und Neutronen, da sind Elektronen. Und aus diesen Dingen ist eigentlich alles aufgebaut. Aus diesen Dingen
je nachdem, wie sie zusammensortiert sind, zusammengeordnet sind, sind die Elemente entstanden. Und diese Elemente formen dann unseren Körper, bilden unser Erbgut, unsere Zellen, unsere Organe und später all das, was wir sehen. Und schon diese kleinsten Dinge haben eine Ordnung, sodass wir zum Beispiel ein Ordnungssystem aufstellen können. Zum Beispiel das Periodensystem der Elemente. Alles in Ordnung, ist genau sortiert. Man sieht genau, wie viele Protonen, wie viele Neutronen, wie viele Elektronen. Wir sehen das Gleichgewicht in diesen Dingen. Und es ist einfach fantastisch, wenn man sich also nur mit diesen einfachen Dingen beschäftigt. Viel spannender noch, wenn man tiefer reingeht und schaut, wie alles zusammenhängt, auch wie die Atome aufgebaut sind, aus den Quarksen. Und wenn man sich anschaut, wie Gott das gemacht hat, welche Ordnung dahinter steht, das ist einfach gewaltig. Einstein sagt, Gott würfelt nicht. Er hat die Welt nach einem ordentlichen Plan geschaffen. Und auch, den kennen wir wahrscheinlich, den Werner von Siemens, das war ja damals ein berühmter Industrieller. Er hat ja damals die Elektrotechnik sozusagen mitbegründet. Wir haben ja heute noch einige Haushaltsgeräte von Siemens. Und dieser deutsche Physiker, Werner von Siemens, der kurz vor Einstein lebte, ja, sie haben sich sogar noch die ersten paar Jahre geteilt von Einstein, er schreibt, je tiefer wir in das harmonische Walten der Naturkräfte eindringen, desto mehr fühlen wir uns zu demütiger Bescheidenheit angeregt. Desto höher steigt unsere Bewunderung der unendlichen, ordnenden Weisheit, welche die ganze Schöpfung durchdringt. Das heißt, umso tiefer wir in der Natur forschen, umso mehr staunen wir, umso mehr werden wir demütig. Denn wir sehen diese vollkommene Ordnung, die irgendwie alles durchdringt. Und egal, wo wir gucken, in welchem Land, auf welchem Kontinent, sogar auf welchem Planeten, sogar in welcher Galaxie, es scheint alles geordnet zu sein, alles nach perfekten Systemen ausgerichtet. Unser ganzes Sonnensystem, die Planeten, die sich hier um die Sonne drehen und die Sonne, die sich um die Galaxie, um die Milchstraße drehen, also um den Mittelpunkt unserer Milchstraße, um unsere Galaxie. Alles ist irgendwie in vollkommener Ordnung. Und es funktioniert. Und das seit Jahrtausenden. Und so sehen wir zum Beispiel, wie jetzt zum Beispiel unser Planet um die Sonne kreist, sehen wir auch zum Beispiel, wie ein Elektron um einen Atomkern kreist. Wir wissen nicht, welche Energie das verursacht, aber es ist da. Und es ist gewaltig, dass es da ist. Und so finden wir immer wieder in der Bibel, wenn wir die Schrift durchgehen, immer wieder Hinweise darauf, auf den großen Schöpfer. Immer wieder wird betont, er hat es gemacht und auch wie er es gemacht hat. Und wir finden noch einen Hinweis, denn Gott hat nicht nur alles geschaffen, sondern, und dazu gehen wir mal in das Buch Nehemia, ins 9. Kapitel, Nehemia 9, und lesen dort Vers 6. Nehemia 9, Vers 6. Du bist der Herr, du allein. Du hast den Himmel gemacht. Aller Himmel, Himmel, samt ihrem ganzen Herr. Die Erde und alles, was auf ihr ist. Die Meere und alles, was in ihnen ist. Du erhältst alles am Leben. Und das Heer des Himmels betet dich an. Also hier heißt es nicht nur, dass Gott alles geschaffen hat, sondern er ist auch derjenige, der alles erhält. Er hält alles am Leben. Also Gott ist sowohl Schöpfer als auch Erhalter, so stellt ihn die Bibel uns vor. Nun, lass uns mal zum Montagsthema gehen. Wir schauen mal, am Montag, da ging es ja um die, das Thema war überschrieben mit heilige Pracht. Also es geht hier so ein bisschen um die Schönheit. Und ja, wir können, glaube ich, sagen, dass das, was Gott gemacht hat, sehr schön war. Selbst heute noch, nach 6000 Jahren Sünde, sieht die Welt noch sehr schön aus. Also wenn wir uns die Blumen angucken, die verschiedenen Pflanzen, die Tiere, wenn wir uns die Gesteine ansehen, wenn wir uns die großen Kreisläufe in der Natur angucken, alles sieht irgendwie sehr schön aus. Und das trotz 6000 Jahre Fluch der Sünde, der oben drauf lag. Trotzdem erkennen wir immer noch die Schönheit von dem, was Gott einst so vollkommen gemacht hat. Es steckt immer noch irgendwie da drin. Und wir Menschen erfreuen uns an dieser Schönheit. Nun, ich möchte mal ein Zitat von Schwester White vorlesen. In Steps to Christ auf Seite 88, da schreibt sie, Gott möchte, dass seine Kinder seine Werke wertschätzen und sich an der einfachen, stillen Schönheit der Natur erfreuen, mit der er unser irdisches Zuhause geschmückt hat. Er selbst ist ein Liebhaber der Schönen. Mehr als alles, was äußerlich attraktiv ist, gefällt ihm allerdings die Schönheit des Charakters. Und er wünscht sich, dass wir Reinheit und Einfachheit pflegen, die stille Anmut der Blumen. Also Ellen White bezeugt hier, dass Gott Schönheit liebt.
er hat alles auch wunderbar gemacht und die Schöpfung zeugt davon, dass Gott ein Liebhaber der Schönheit ist. Er liebt es, diese Dinge hübsch zu machen und so hat er auch alles getan und wir selbst sollen uns daran erfreuen. Also Schönheit ist nichts Böses, das ist was Gutes. Gott selbst liebt es so und so hat er auch alles wunderbar und vollkommen gemacht. Was Gott noch mehr schätzt als äußere Schönheit, ist natürlich die Schönheit eines Charakters. Sagt hier diese, also Ellen White schreibt, die Anmut der Blumen, also diese stille Schönheit. Man schaut darauf und bewundert es einfach, freut sich daran. Und so ein Charakter, sagt Ellen White, sowas liebt Gott. Eine Einfachheit, eine Reinheit im Charakter. Nun, Sprüche 20, Vers 12 sagt, ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die hat beide der Herr gemacht. Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, also Gott hat uns Sinne gegeben, und auch Organe, also Ohren und Augen, damit wir die Dinge wahrnehmen, die er geschaffen hat. Wenn wir unsere Umgebung nun wahrnehmen und jetzt bewusste Zeit mit Gott verbringen in der Natur, also die Schönheit der Natur auch auf uns wirken lassen, uns wirklich mit der Natur beschäftigen und einfach mal Zeit dort verbringen, dann fängt es an, unsere Sinne, unseren Verstand, unser Herz zu reinigen. Also die Natur um uns herum hat eine ganz reinigende Wirkung auf unseren Charakter. Das wird daran deutlich, dass Ellen White einmal einen Rat gegeben hat an Eltern und an Lehrer, deren Kinder sehr in der Mode hingen. Also die haben die Schönheit ein bisschen überbetont und wollten ständig andere Kleidung haben, andere Mode haben, die wollten sich verändern. Es ging darum, wie viele Rüschchen habe ich am Rock. Und da schreibt Ellen White dann im Buch Erziehung auf Seite 250 Folgendes. Das beste Gegengewicht gegen die Überbetonung der Mode sind gemeinsame Erlebnisse in Gottes freier Natur. Zeigt euren Schülern die Schönheit der Schöpfung, etwa in einem idyllischen See, in Wald und Feld, bei einer Tour ins Gebirge oder einem Sonnenuntergang am Meer. Dann wird es für sie nicht mehr so wichtig sein, ob sie ein Bändchen oder Rüschchen mehr am Kleid haben als die anderen. Also Schwester White sagt, wenn ihr mit den Kindern in die Natur rausgeht, euch dort umguckt, einfach Zeit in Gottes herrlicher Schöpfung verbringt, dann wird ihr Verstand, ihr Charakter, ihr Herz davon befreit, dass es darum geht, ich möchte die neueste Mode tragen, ich möchte ein Rüschchen mehr am Rock haben, ich möchte ein grelles T-Shirt tragen, ich möchte wie auch immer schöner sein als der andere. Denn wir bewundern dann die Schönheit der Natur und erfreuen uns daran. Und wir müssen uns nicht mehr selbst so profilieren. Es ist sehr interessant, welche Auswirkungen die Natur auf uns Menschen hat. Und deswegen auch der große Rat an die Eltern und die Lehrer, mit den Kindern in die Natur zu gehen und dort Zeit zu verbringen. Nun, auch wenn Gott wirklich alles wunderbar und schön geschaffen hat, so ist es doch an uns darauf zu achten, dass wir bestimmte Dinge nicht überbetonen, bestimmte Aspekte. Also gerade wie wir uns kleiden, wie wir uns darstellen. Denn wir wissen ja, dass der Teufel damals diesen Reiz benutzt hat, diesen Reiz des Schönen, um die Eva zu verführen. Er hatte ja damals diese verbotene Frucht am Baum der Erkenntnis für die Eva sehr reizbar gemacht, also in den schönsten Farben dargestellt, wie gut es wäre, davon zu essen. Und er hat sich auch eines Tieres bedient, das damals besonders schön war, der Schlange. Und wenn wir die Geschichte lesen, und das können wir machen, dazu gehen wir in 1. Mose 3, Vers 6. Darauf wurde ja auch hingewiesen in der Lektion. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 6. Da sehen wir genau diese Szene. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Also die Frau wurde hier verführt durch die Schönheit, das, was sie da gesehen hat, was ihr so in blumigen Farben dargestellt wurde, wie gut es ist, diese Frucht zu essen. Umso länger sie diese Frucht anguckte, umso schöner wurde diese Frucht für sie. Und irgendwann konnte sie dem nicht mehr widerstehen und aß diese Frucht und gab sie dann auch weiter. Nun, Schönheit ist was Gutes und Gott hat sie wunderbar gemacht. Aber sie darf nicht missbraucht werden. Wir können durch diese Reize, die wir dadurch geben, durch Schönheit, indem wir schlechte Dinge gut darstellen oder uns selbst versuchen, besser darzustellen, als wir sind, können wir viel Unheil mit anrichten. Diese
Ja, die Augenlust, so nennt die Bibel die, ist ein Fallstrick für viele Menschen geworden. Schaut mal mit mir in 1. Johannes 2, Vers 16. 1. Johannes 2 und dort Vers 16. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Hier spricht Johannes auch eben von dieser Augenlust. Also, dass ich Freude daran habe, mir das die ganze Zeit anzugucken. Aber was keine heiligende oder heilende Wirkung auf mich hat, so wie Gottes Natur, an der ich mich erfreuen kann, sondern etwas, was mich sozusagen reizt, wie die Frucht, die Eva damals gereizt hatte. Und da steht eine Gefahr hinter, wenn ich mit diesen Dingen spiele. Wir sollten also zum Beispiel auch darauf achten, wie wir uns kleiden. Also das heißt jetzt nicht, dass wir in Sack und Asche rumlaufen müssen. Wir sollen uns schon modisch und angemessen kleiden. Wir sollen darauf achten, dass unsere Kleidung rein ist, dass sie, dass sie nicht aufreizend ist. Also wir sollen uns vernünftig angemessen kleiden. Und jetzt gibt es immer diese beiden Extreme. Der eine sagt sich, na, ich muss mich möglichst aufreizen, ich will auffallen in der Welt. Und der andere sagt, ja, das sollen wir nicht tun, ich laufe in Sack und Asche. Und beides repräsentiert nicht das, wie Gott es gerne haben möchte. Es soll fein sein, es soll rein sein. So auf die Art und Weise sollen wir uns kleiden. Hübsch und geschmackvoll natürlich. Gott hat die Blumen so gemacht. Aber es soll die Lieblichkeit des Charakters daraus hervorleuchten und den guten Charakter nicht sozusagen, nicht, der soll nicht überstülpt werden, dass man ihn nicht mehr sieht vor all den äußeren Dingen. Und davor warnt die Bibel an vielen Stellen, dass auch, besonders wird das an die Frauen hier gerichtet, sie nicht so viel Zeit sozusagen mit Haareflechten und solchen Dingen verbringen sollen, also sich besonders schön herauszuputzen, sondern lieber darauf achten sollen, dass der Charakter geformt wird. Das andere ist hübsch und ist nett, aber das Merkmal liegt auf dem Charakter. Jetzt kann es passieren, dass der äußere Schmuck und diese Dinge einen negativen Einfluss haben auf unseren Charakter. So schön und gut, wie Gott diese Dinge gemacht hat, die verschiedenen Edelsteine und die Juwelen, die edlen Metalle, die pompöse Kleidung vielleicht. Er hat schöne Materialien geschaffen, wir können daraus ganz viel machen. Aber es kann einen negativen Einfluss auf unseren Charakter haben. Und deshalb sollten wir mit solchen Dingen ganz vorsichtig sein. Natürlich, besonders mit diesem ganzen teuren Schmuck, den wir uns anhängen können. Er verursacht auch Neid, zum Beispiel in anderen Menschen. Aufreizende Kleidung kann Begierden verursachen in anderen Menschen. Und da muss man so ein bisschen das Maß halten, vorsichtig sein. Auch der eigene Charakter kann davon kaputt gehen. Also ist hier eine Überbetonung der Mode ist nicht richtig. Ein Überbetonen an Schmuck ist auch nicht richtig. Also beispielsweise eine Krawatte, es hält mich ja nicht warm oder so, verdeckt nur die Knopfleiste, ist sozusagen anständig, man sieht es heute in der Welt sozusagen und es ist nicht irgendwas, was Aufreizendes oder irgendwas, wo man sich selbst jetzt hervorhebt. Es könnte allerdings sein, wenn es eine leuchtende, blinkende und melodiespielende Krawatte wäre, dann wäre es sicherlich nicht so angemessen, die zu tragen. Ähnlich bei vielen anderen Dingen, mit denen wir uns sozusagen äußerlich schmücken. Also, da ist eine gewisse Vorsicht angeraten. Und wir lesen mal gemeinsam in Sprüche 6, die Verse 23 bis 25. Sprüche 6, 23 bis 25. Hier heißt es, denn das Gebot ist eine Leuchte und das Gesetz ist ein Licht. Unterweisung und Ermahnung sind ein Weg des Lebens, um dich zu bewahren vor der bösen Frau, vor der glatten Zunge der Fremden. Begehre nicht in deinem Herzen nach ihrer Schönheit und lass dich nicht fangen von ihren Blicken. Und hier wird gewarnt, spezielle Warnung gegen den Ehebruch, also dass eine fremde Frau und jetzt sich irgendwie sehr aufreizend gemacht und lass dich nicht fangen von ihrer Schönheit, das ist eine Gefahr. Und eben diese Gefahr können wir laufen, wenn wir bestimmte Dinge an uns überbetonen, also gerade auch dem anderen Geschlecht gegenüber.
Und das so eine gewisse gesunde Vorsicht angeraten. Nun, wie bekommen wir nun raus, was ist nun angemessen und was nicht? Und das ist das Schöne, das bekommen wir sozusagen mitgegeben, wenn wir uns eng mit Christus verbinden, wenn wir Zeit in seiner Natur verbringen, dann werden diese Dinge reguliert in uns. Dann müssen wir kein Gesetz aufstellen und sagen, das darf ich und das darf ich nicht. Sondern in uns drin, Christus selbst wird uns lehren, ist das noch angemessen oder ist das nicht angemessen? Wenn ich mich kleide und vorm Spiegel stehe und merke, ich habe hier ein schlechtes Gewissen, dann stimmt hier was nicht. Und mein Gewissen kann ich schärfen, indem ich Zeit mit Jesus Christus verbringe. Und so möchte ich hier niemanden richten, denn das Gewissen wird jeden selbst verurteilen. Ist es denn angemessen oder ist es nicht mehr angemessen? Nun, Salomo sagt in Sprüche 31, also weiter hinten in Vers 30, Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Also hier ist schon mal ein Aspekt, die Furcht des Herrn. Die Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Das heißt hier, Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht. Also man sollte nicht darauf bauen. Wo wir darauf bauen sollen, ist, dass unser Charakter reift, dass wir charakterlich vollkommener werden, dass wir gestärkt werden im Charakter. Die Schönheit, die vergeht. Das sehen wir auch, umso älter wir werden, nicht wahr? Ich meine, man hat immer noch so eine gewisse Schönheit, aber diese jugendliche Frische, die bleibt irgendwann auf der Strecke und der Mensch verändert sich. Nun, Gott hat alles wunderbar gemacht, aber wir können auch seine guten Dinge zum Bösen missbrauchen. Wenn wir jetzt anschauen, wie es über das Dienstagsthema, das war ja überschrieben, das fand ich sehr, sehr interessant und das war ja auch sehr provokant geschrieben, Experten des Irrtums. Es geht ja darum, heute gibt es viele Philosophie in der Welt. Und viele davon führt zu nichts Gutem. Also es gibt zum Beispiel Philosophen, die, vielleicht habt ihr solche mal kennengelernt, die haben nicht so die richtige Meinung von Dingen und versuchen Dinge zu erforschen, sondern sie hinterfragen Dinge einfach nur völlig oberflächlich. Ist das überhaupt so? Gibt es das überhaupt? Aber die Antworten, die sie dabei kommen, sind völlig nichtssagend. Es gibt also Philosophie, die ist nicht gut. Es gibt gute wissenschaftliche Philosophie, also man hinterfragt bestimmte Dinge, schaut sich an, wie funktionieren die Elemente, wie funktionieren die Kreisläufe in der Welt, wie funktioniert vielleicht das Denken. Aber es gibt auch so Dinge, die sind einfach nichtssagend, die Ergebnisse. Es geht dann nur darum, zu philosophieren und zu diskutieren. Und das unterscheidet auch so ein bisschen den guten, echten Philosophen von dem, der es gerne sein möchte. Also wird immer nur hinterfragt, ohne wirklich Wissen zu sammeln. Und jetzt gibt es eben so solche Fälle, dass Philosophen sich ein Bild machen über das Wort Gottes. Und jetzt fängt man sogar philosophisch an zu überlegen, ist das überhaupt das Wort Gottes? Und dann gibt es jetzt so Strömungen heute in der Zeit. Zum Beispiel gibt es Menschen, die vertreten eine sogenannte historisch-kritische Methode. Das heißt, ich sage, die Bibel, die musste in dem damaligen Zusammenhang, in der damaligen Zeit gelesen werden. Die wurde von Menschen geschrieben in ihrer damaligen Zeit. Und die Menschen, die müssen dabei irgendwas gefühlt und gedacht haben, als sie es aufgeschrieben haben. Und ich versuche jetzt mal rauszukriegen, wie die so drauf waren, die Menschen damals. Und so interpretiere ich dann einfach den Bibeltext. Historisch-kritisch. Führt aber im Endeffekt dazu, dass ich sage, ich bewerte, ob dieser Bibeltext da richtig ist oder falsch ist. Ob der so gemeint ist oder ob man ihn anders meinen muss. Es geht nicht mehr um sola scriptura. Ich frage die Bibel, was sagt dieser Text? Sondern ich sage, meine Meinung zählt und der Text muss sich anpassen. Also nicht mehr der Charakter des Menschen passt sich jetzt an, das Wissen des Menschen, an das göttliche Wort, sondern das göttliche Wort wird jetzt angepasst an das, was die Menschen glauben. Und da, also mit dieser Idee, mit dieser historisch-kritischen Idee, nehmen wir dem Wort Gottes jede Autorität, jede Grundlage weg. Und Paulus hatte damals den Timotheus gewarnt, unsinnige Philosophie beiseite zu lassen. Sagt, das führt zu Parteiung, das führt zu Streit und so weiter. Lesen wir das mal im 1. Timotheus, und dann können wir mal kurz ins 6. Kapitel gehen und lesen wir mal einige Verse. 1. Timotheus 6. Und hier lesen wir Verse 3 bis 5. Paulus sagt, und er unterrichtet hier Timotheus, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt, und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht
sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Also Paulus warnt hier davor und sagt, es gibt so viele Philosophien in der Welt und sogenannte Philosophen, die über alles Mögliche diskutieren und debattieren, aber es geht nur darum, irgendwelche Streitfragen aufzuwerfen und man debattiert dann über eigentlich nichts. Die Antwort ist nichts wert, die man am Ende dabei raus hat und viele Dinge lassen sich nicht klären. Und er sagt, von solchen Menschen halte dich fern. Gerade auch, wenn da keine Gottesfurcht ist. Also wenn man zum Beispiel diese gerade erwähnte, zum Beispiel historisch-kritische Methode der Bibelauslegung anwendet und damit der Bibel den göttlichen Ursprung nimmt, das führt zu nichts. Es führt nämlich dazu, dass wenn ich in die Bibel hineingucke und das da lese, dass die Bibel keine Kraft mehr hat, in meinem Herzen was zu tun. Ich lese da drin und sage, wie könnte das wohl gemeint sein? Ich denke mir mal was aus. Jetzt steht meine Meinung über dem Wort der Bibel. Mein Herz wird überhaupt nicht verändert. Wenn ich aber die Bibel als Wort Gottes annehme und sie in mein Herz hineinkommt, ich sie hineinlasse als Wort Gottes, dann wird sich mein Herz daran anpassen müssen. Und das ist der große Unterschied. Das Wort Gottes sollte niemals mit menschlichen Philosophien vermischt werden. Aber gerade die Gefahr laufen wir heute. Genau das tun wir eben. Wir fangen an, menschliche Philosophie in das Wort Gottes hineinzumischen. Lesen wir mal weiter in 1. Timotheus 6 und wir lesen Vers 13 und 14. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Also Paulus sagt hier, bitte lieber Timotheus, halte das Wort Gottes, das Gebot, halte es rein, halte es untadelig. Also lass nicht zu, dass menschliche Philosophien dieses Wort kaputt machen. Lass diese Diskussion in den Gemeinden gar nicht erst aufkommen, ob das wirklich Gottes Wort ist, ob man es vielleicht anders verstehen muss. Sondern die Bibel ist ihre Autorität selbst, sie legt sich selbst aus. So sagt er, bitte, bitte, bewahre das Gebot unbefleckt. Achte darauf, dass es nicht verändert wird und nicht unter ein menschliches Urteil gestellt wird. Lesen wir mal Vers 20 noch. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Jetzt rät er ihm hier sogar, nicht nur das Gesetz zu bewahren, sondern sogar zu vermeiden, in dieses Geschwätz, in dieses nichtige Geschwätz hineinzukommen, das hier über Widersprüche spricht oder Widersprüche aufdecken will und es dann Erkenntnis nennt. Wir haben eine besondere Erkenntnis. Und das ist eben genau so eine falschen Methoden der Schriftauslegung, die es ja auch damals schon gab. Paulus hatte ja auch viel mit Philosophen in seiner Zeit zu tun. Die griechische Philosophie war damals im Römischen Reich sehr berühmt. Und die Leute haben sie geliebt, aber es waren eigentlich leere Streitfragen. Wie auf dem Areopag so oft gehört wurde, leere Streitfragen haben die Leute sich um die Ohren geworfen. Aber es hat den Charakter der Menschen nicht gebildet. Wir lesen noch Vers 9 und 10 aus dem 1. Timotheus 6. Dort heißt es, denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel allen Böses. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Also Paulus spricht hier auch davon, sozusagen von der Bereicherung, von dem ich werde versuchen, mich reich zu machen, mit diesen Philosophien. Und er sagt hier, die Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Jetzt ist es nicht verboten, reich zu sein. Hiob war reich, Abraham war reich, Salomo war reich, Jakob war reich. Es gab viele Menschen in der Bibel, die einen guten Weg hatten, die sehr reich waren. Aber wir müssen aufpassen, dass wenn wir uns diesem Reichtum unterstellen, kann der Reichtum plötzlich einen Einfluss auf unseren Charakter haben, den wir überhaupt nicht haben wollen. Wird unser Charakter plötzlich beeinflusst davon, eine bestimmte Karriere zu machen oder unsere Universitäten akkreditieren zu lassen oder irgend solche Dinge. Also irgendwie in den falschen Schritt. Und das kann sein, das kann Reichtum sein. Ich möchte Geld verdienen damit, mit dem Worte Gottes zum Beispiel. Oder ich möchte einen guten Ruf haben. Ich möchte ein hohes Ansehen genießen. Was auch immer da hineinkommt, es kann einen negativen Einfluss haben. Und Paulus warnt hier, die, welche reich werden wollen, werden sich und auch anderen viel Übles tun.
Wenn mein Fokus darauf ist, reich zu werden, dann brauche ich gar nicht erst versuchen, das Wort Gottes in rechter Weise auszulegen. Mein Fokus soll sein, den Menschen damit zu helfen und nicht durch das Wort Gottes reich zu werden. Nun lesen wir noch einmal den hinein in den Mittwochsabschnitt, über den wir gesprochen haben. Da hieß es ja Dummheit und Weisheit. Da ging es ja noch einen Schritt tiefer hinein, Dummheit und Weisheit. Nun, was wissen wir? Wir wissen, Weisheit ist etwas, was erworben werden muss. Nun, in unserem Leben schenkt Gott uns viele Möglichkeiten, Weisheit zu erlangen. Er führt uns in viele Situationen hinein, in der wir Weisheit bekommen können. Diese Weisheit, wenn wir sie dann erlangt haben, hilft uns später, unseren Weg richtig zu gehen und das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Und wir lesen einmal Salomo dazu, nämlich in Sprüche. Salomo in Sprüche und Sprüche 2. Und da lesen wir die ersten 5 Verse. Sprüche 2, 1 bis 5. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Also Weisheit meint hier nicht irgendwie Intelligenz oder sowas. Ich habe mal bei Wikipedia nachgeguckt, habe Weisheit mal eingegeben, um mal eine ganz, ganz kurze Idee sozusagen davon zu haben. Da heißt es, Weisheit bezeichnet vorrangig ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen in Natur, Leben und Gesellschaft, sowie die Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Also Weisheit meint, ich bin in der Lage, Dinge zu unterscheiden, was ist richtig und was ist nicht richtig. Nun, hier schwingt also auch so ein bisschen die Erfahrung mit. Ich muss also Erfahrung haben und wie die Bibel sagt, was wir gerade gelesen haben, eben auch Gottesfurcht. Die Furcht des Herrn. Also Dinge, die mir helfen, weise zu handeln, damit dabei ein Segen rauskommt. Wenn wir im Buch der Sprüche bleiben, Kapitel 1, Vers 7 lesen, so heißt es da, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, heißt es hier. Jetzt gehen wir mal in Sprüche 9, Vers 10. Sprüche 9, Vers 10. Und dort heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Also hier wird die Furcht des Herrn ein bisschen beschrieben. Und wir sollen Weisheit erlangen, aber sie kommt mit der Furcht des Herrn. Was kommt denn da genau? Was ist diese Furcht des Herrn? Und dazu müssen wir schauen, wie die Bibel sie definiert, Furcht des Herrn. Dazu gucken wir dort hinein, wo sie das erste Mal finden. Und da müssen wir in 1. Mose 22 gehen. Dort wird sie beschrieben, 1. Mose 22. Und die Geschichte ist bekannt. Es ist die Geschichte von Abraham, der seinen Sohn Isaak zum Opfer bringt oder bringen will auf dem Berge Moria. Und wir lesen mal Verse 10 bis 12. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel her und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Also hier heißt es von Abraham, er fürchtet den Herrn. Hier war Gottesfurcht. Was hat er gemacht? Er hat dem Herrn alles auf den Altar gelegt, was er so sehr liebte. Und Gott hat es ihm in dem Fall erhalten. Aber darum geht Gottesfurcht. Also Gottesfurcht heißt, wir legen Gott alles auf den Altar. Und er nimmt es entweder von uns oder er behält es uns. Eins von beiden. Das ist diese Furcht des Herrn, die da beschrieben wird. Nun, das Interessante ist, dahinter steht ein großer Segen hinter der Furcht des Herrn. Wenn ich Gott also alle meine Dinge auf den Altar lege und sage, bitte nimm sie von mir oder erhalte sie mir, wie du es willst, dann kann ich sozusagen durch diese Furcht des Herrn einen großen Segen bekommen. Denn Gott möchte mir einen Segen geben. Und wie bekomme ich den? Indem ich entweder meine Erfahrung sozusagen mache und dann irgendwann das Schlechte und das Gute unterscheiden lerne. Das ist aber der schmerzhafte Weg. Oder aber, indem ich Gottes Wort vertraue, indem ich da hineinschaue und sehe, wie hat Gott das alles gemacht. Gott hat ja alles geschaffen. Er hat nicht nur die Natur geschaffen, alles drumherum. Gott hat die Zeiten geschaffen. Gott kennt die Zukunft wie die Vergangenheit.
Gott weiß alles und er legt uns diese Weisheiten in die Bibel hinein, damit wir sie lernen und damit wir sie umsetzen, damit wir nicht erst stolpern müssen und schmerzhafte Erfahrungen im Leben machen müssen, sondern unser Charakter schnell geformt wird. Er rät uns schon den richtigen Weg, den wir gehen sollen. Also achte darauf, dass du nicht lügst, kein falsches Zeugnis gibst. Achte darauf, dass du den Nächsten nicht übervorteilst. Achte darauf, dass du den Nächsten liebst. Egal in welcher Situation du bist, achte darauf, dass du diese Dinge umsetzt. Und dann wird Gott dir die Türen öffnen. Da ist der Segen dahinter. In der Furcht des Herrn zu gehen, also Gott alles abzugeben und sagen, hier könnte ich jetzt einen Gewinn machen, hier könnte ich jetzt unrechten Gewinn erwerben, aber in der Furcht des Herrn werde ich das nicht tun. Ich werde auf sein Wort hören und Gott wird den Weg dann führen. Nun, das heißt ja auch, wer sozusagen dem Wort Gottes nicht geglaubt, wenn ich dem Wort Gottes nicht vertraue und es als eine menschliche Philosophie annehme, dann führt es dazu, dass viele Dinge sozusagen in mir den Rückhalt verlieren, das Fundament verlieren. Viele Wissenschaftler, die das Wort Gottes nicht als Wort Gottes annehmen, laufen in die Irre, wenn sie Gottes Natur studieren. Also wenn ich die vom Schöpfer geschaffene Schöpfung betrachte, aber behaupte, es gibt diesen Schöpfer nicht, dann mache ich lauter falsche Vernunftschlüsse. Also dann fange ich an zu sagen, wie ist denn das entstanden hier? Und dann muss ich sagen, also es gibt keinen Schöpfer. Das ist sozusagen, das nehme ich jetzt als Philosophie an. Meine oberste Philosophie heißt, es gibt keinen Schöpfer. Jetzt muss ich also sagen, die Dinge, die ich sehe, sehen aber alle geschaffen aus. Und jetzt muss ich mir irgendwelche Theorien ausdenken, wie das zusammengekommen sein kann. Da so ist zum Beispiel die Evolutionstheorie entstanden. Also wie kann das alles entstanden sein? Man sieht deutlich, es ist geschaffen. Aber wie ist das entstanden, wenn es keinen Schöpfer gibt, der das geschaffen hat? Und dann heißt es, wir brauchen Milliarden Jahre und wir müssen weit zurückgehen und überlegen, ob vielleicht irgendein Zufall das hervorgebracht haben kann. Und so gibt es heute viele Modelle, die Dinge versuchen zu erklären und die brauchen Wunder über Wunder über Wunder, denn es passt einfach nicht zusammen in dieser ganzen Theorie. Wenn ich jetzt also anfange, meine Gedanken dieser Philosophie unterzuordnen, also nicht mehr dem Worte Gottes unterzuordnen und sagen, Gott hat geschaffen, jetzt studiere ich die Welt, sondern ich ordne jetzt meine Gedanken einer Philosophie unter, wie zum Beispiel der Evolutionstheorie. Jetzt muss ich also versuchen, all das, was ich sehe, in diese Philosophie irgendwie einzuordnen. Und es gibt da so viele Hindernisse und es ist beeindruckend zu sehen, auf was für Ergebnisse wir heute kommen in der Naturwissenschaft, wenn wir das Wort Gottes ausklammern. Wir gehen noch einmal in 2. Petrus 3 und lesen Vers 5 und 6. 2. Petrus 3, Vers 5 und 6. Petrus sagt, dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten des Wassers bestanden hat, durch das Wort Gottes. Und dass durch diese Wasser die damalige Welt infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer aufbewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Das heißt bis Vers 7. Sie übersehen sozusagen absichtlich, dass die Welt unter Wasser war. Tatsächlich, wenn wir die Geologie heute studieren, sehen wir, dass die ganze Welt überzogen ist von Sedimentschichten, von Schichten, die im Wasser entstanden sind. Wenn ich jetzt sage, wie sind die denn entstanden? Und ich behaupte, die Welt war aber nie unter Wasser, die Sintflut hat es nie gegeben. Dann sage ich, wo kommen die her? Dann muss ich von lauter kleinen lokalen Überschwemmungen irgendwie ausgehen, von Flüssen, die übers Ufer getreten sind, aber so riesen Schichten gebildet haben, dass ich sagen muss, diese Flüsse, die müssen da Millionen und Milliarden Jahre geflossen sein, bis das abgelagert wurde. Ich fange also an, ganz, ganz kuriose Ergebnisse zu bekommen bei dem, was ich da habe. Manche, der Colorado River zum Beispiel, der über die Rocky Mountains fließt und so einen Schnitt da durchmacht, da muss gesagt werden, der muss über Jahrmillionen muss der geflossen sein und muss sich in die Rocky Mountains eingearbeitet haben, bis er sie durchgeschnitten hat. Und da unten fließt jetzt der Colorado River. Das heißt jetzt aber, jetzt muss ich sagen, wenn das so war, die Quelle des Colorado River ist auf einer Höhe X, die Berge sind aber höher. Dieser Fluss muss also Millionen Jahre bergauf geflossen sein, bis er die Berge durchschnitten hat und bis er da unten fließen konnte. Ich komme also irgendwo an Grenzen und wenn ich das jetzt trotzdem behaupten will, muss ich Vernunftschlüsse einfach zerstören. Gehen wir mal in Römer 1 und lesen Vers 21, 22. Also die Philosophie, die ich habe, nimmt einen riesen Einfluss auf mein Denken. Römer 1, 21 und 22.
Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Die sich für weise hielten, sind zu Narren geworden, weil sie nicht auf das Wort Gottes gehört haben. Sie haben Gott entdeckt in dem, was sie geforscht haben. Sie haben Gott in der Natur gesehen. Aber sie sind zu Narren geworden. Denn sie versuchen jetzt Modelle aufzubauen, die Gott ausklammern, der ja alles gemacht hat. Und diese Modelle, man kennt sie ja heute in der Welt, die führen zu den verrücktesten Ergebnissen. Ellen White schreibt in dem Buch Wie alles begann, Seite 97, viele lehren, dass die Materie Lebenskraft besitze. Sie habe gewisse Eigenschaften, die sie in die Lage versetzten, aufgrund dieser innewohnenden Kraft tätig zu sein. Alle Vorgänge in der Natur würden in Übereinstimmung mit festen Gesetzen ablaufen, in die selbst Gott nicht eingreifen könne. Das ist eine falsche Wissenschaft, die von Gottes Worten nicht gestützt wird. Die Natur ist die Dienerin ihres Schöpfers. Die Natur weist deutlich auf eine Intelligenz hin, auf ein höheres Wesen, auf eine aktive Energie, die in ihren Gesetzen und durch sie wirksam ist. Der Vater und der Sohn sind in der Natur ständig am Werk. Christus sagte, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Nun, da wir hier deutlich sehen, dass Ellen White diese Evolutionstheorie, diese neuen Philosophien verurteilt und sagt, was da passiert, ist sozusagen gegen das Wort Gottes. Es macht keinen Sinn, das zu studieren. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage, es ist sogar gefährlich, diese Dinge zu studieren, denn sie verändern mein Denken und ordnen mein Denken einer Philosophie unter, die eine Lüge ist. Nun, es ist deshalb anzuraten und dringend anzuraten, sowohl für Junge als auch für Erwachsene, diese Naturwissenschaften selbst zu studieren. Also nicht nur zu hören, was sagen denn die Wissenschaftler, was sagen denn die Medien, sondern selber mal zu gucken, verhält es sich denn so? Kann ich erklären, wie alt ein Stein ist? Kann ich erklären, wie die Tiere miteinander verwandt sind? Kann ich diese Dinge erklären? Kann ich erklären, wie Sterne entstehen? Wie sie ihre Bahn ziehen im Universum? Kann ich das jemand anderem erklären? Und dann kann ich anfangen zu forschen. Und dann werde ich irgendwann sehen, es endet beim Schöpfer. Nun, einer der größten Naturwissenschaftler, Werner von Heisenberg, also ein deutscher Physiker, der schrieb damals, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Der erste Schluck macht atheistisch, aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Wenn ich also anfange, die Natur zu studieren, dann denke ich erst, alles Zufall, viel Chaos. Wenn ich das aber weit genug trinke, diesen Kelch, wenn ich weit genug in die Wissenschaft hineingehe, dann sehe ich irgendwann diese herrliche Ordnung, die hinter einem steht. Nun abschließend einen guten Rat. Unser Donnerstagsthema war ja, der Herr antwortete Hiob. Und das gucken wir uns noch abschließend an. Als es Hiob einmal schlecht erging, weil der Satan ja in seinem Leben damals sein Unwesen getrieben hatte, da klagte Hiob den Herrn an. Weil er gedacht hat, Gott verurteilt ihn und Gott behandelt ihn so schlecht. Und er sagt, was habe ich denn getan? Und er möchte, dass Gott ihm nun aufzeigt, was denn nun wirklich passiert ist. Und dann ist Gottes Antwort ist beeindruckend. Das können wir jetzt nicht alles lesen. Aber in Hiob, Kapitel 38, Kapitel 39, Kapitel 40 und Kapitel 41, da antwortet Gott dem Hiob. Und es ist gewaltig, sich das anzugucken, wie Gott das spricht. Der große Schöpfer, der alles gemacht hat, der erklärt jetzt hier Hiob, wie die Welt entstanden ist. Und dann ganz am Ende übrigens erst in Kapitel 40 und Kapitel 41, als Gott vom Behemoth spricht und vom Leviathan, da erst erkennt Hiob, dass es gar nicht Gott ist, der ihn angreift, sondern dass er vom Drachen angegriffen wird, von der alten Schlange, von dem Teufel und dem Satan. Und dann lesen wir mal weiter in Hiob 42, Verse 1 bis 4. Hiob 42, 1 bis 4. Hör, was Hiob da sagt. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden,
Ich will dich fragen und du belehre mich. Also Hiob sagt, ich möchte bitte, dass du mich belehrst. Ich möchte dich fragen. Es gibt Dinge, die sind mir zu hoch. Dinge, die kann ich nicht studieren. Hiob war der weiseste Mann des Ostens zu seiner Zeit, bezeugt die Bibel. Aber er sagt, es gibt Wissenschaften, es gibt Dinge, die sind so hoch, die kann ich nicht verstehen. Als Gott hier anfing und ihm gefragt hat, wo kommt der Schnee her? Wer kümmert sich um die Löwen? Wer hat die Gestirne heraufgezogen? Wer leitet den Weg der Sonne? Er sagt Hiob, die Dinge sind mir zu hoch, die verstehe ich nicht. Und jetzt sagt er zu Gott, ich will hören, bitte unterweise du mich. Und das ist so eine gute und schlaue Antwort. Bitte, Herr, unterweise du mich. Gott hat ihn ja gefragt. Und er sagt, ich weiß es nicht, ich möchte auf dich hören. Und das ist für uns auch unendlich wichtig, genau zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, Gott, ich weiß es nicht, ich möchte auf dich hören. Ich weiß nicht, wie die Zusammenhänge sind, ich weiß nicht, was in Zukunft kommt, ich weiß nicht, wie die Natur funktioniert, aber ich möchte, dass du mir das erklärst, damit ich weise werde. Und eine gute Nachricht, das soll unsere letzten Bibelverse sein, die wir in Jeremia uns anschauen, es gibt eine gute Nachricht, dass wenn wir das machen, wenn wir anfangen, diese Dinge zu studieren, zu betrachten, wie Gott alles gemacht hat, dann verspricht Gott uns was. Und dazu gehen wir in Jeremia 29, Vers 12 bis 14. Jeremia 29, 12 bis 14. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Und Gott sagt, wenn ihr mich wirklich von ganzem Herzen suchen werdet, dann will ich mich von euch finden lassen. Wenn ich also heute mir vornehme, irgendwelche Dinge zu studieren, also ich verbringe Zeit in den Wäldern, verbringe Zeit am Meer, verbringe Zeit an den Seen, verbringe von mir aus Zeit unter Wasser oder wo auch immer und studiere diese Dinge, die Gott gemacht hat. Ich nehme mir Zeit dafür. Studiere die Atmosphäre, studiere vielleicht das Universum, studiere die Atome. Ich nehme mir Zeit dafür und ich sage, bitte Gott, hilf mir, dass ich deine herrliche und vollkommene Ordnung in diesen Dingen finde. Dann verspricht Gott, er wird sich von uns finden lassen. Und so wie die großen Wissenschaftler, die ich gerade auch zitiert habe, so werden wir auch sagen können, ich sehe die heiligen Ordnung und die Herrlichkeit Gottes in dem, was der Schöpfer gemacht hat. Und genau das bezeugt Paulus ja auch. Wir können Gott in dem Geschaffenen entdecken. Und deswegen lohnt es sich für uns, aber auch für unsere Kinder, für unsere Schüler, dass sie sich mit diesen Dingen beschäftigen. Dass sie die Naturwissenschaften erlernen, möglichst tief, um zum Schöpfer gezogen zu werden. Und das wünsche ich mir nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für dich und mich, denn auch wir haben es nötig, dass wir zu Gott gezogen werden, damit unser Charakter diese Schönheit bekommt, die Gott ihm geben will. Gott, der alles wunderbar geschaffen hat und vollkommen gemacht hat, der möchte auch unseren Charakter vollkommen und wunderbar wieder gestalten. Und dazu brauchen wir sein Wort und Zeit mit ihm und müssen ihn erkennen. Die Erkenntnis des Herrn muss in uns wachsen. Und in der Furcht des Herrn können wir unseren Weg wählen, unsere Schritte gehen, damit wir weise handeln. Lasst uns das tun, damit wir Gott ähnlicher werden und damit wir darauf warten können, uns darauf freuen können, dass der Herr bald wiederkommen wird. Lasst uns noch beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken dafür, dass du ein wunderbarer Schöpfer bist und alles so vollkommen gemacht hast. Noch heute entdecken wir die Schönheit in deiner Natur und sie zeugt von dir und von deiner Macht. Danke, Herr, dass du ein Gott der Liebe bist und dass du auch voller Liebe auf uns blickst. Wir möchten dich bitten, Herr, der du der große Schöpfer bist, komm du auch in unser Herz hinein und verändere unser Herz, damit wir in die Vollkommenheit zurückgelangen, in der du uns eins gemacht hast. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du dieses Wunder in unserem Herzen tust. Im Namen Jesu. Amen. Vielen Dank, ihr Lieben, dass wir das gemeinsam studieren durften. Euch eine herzliche Einladung natürlich zur nächsten Cannstatt Study Hours und wir freuen uns darauf, wenn ihr wieder dabei seid. Gottes Segen euch.